und 50er. Der wird aus der Boxengasse starten. Und das ist unser Pole-Setter Fabrizio Giovanardi, der das Ganze gestern hinbrachte. Christian, wenigstens schnell vom Sprint noch. Deine Einschätzung, deine Erwartung. Erstmal Gratulation zu Alpha, die machen ihren Top-Job, die sind unheimlich schnell. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die sind zu Hause, da sind auch bestimmt ein paar Details, sagen wir mal, so ein Zehntelchen, würde ich sagen, geht schon auf das Konto, dass man sich hier extrem gut auskennt. Aber ansonsten zeigt es, dass die Autos scheinbar, wenn man perfekt das Auto vorbereitet, auch schnell sein kann. Also die werden ganz sicher der Joker hier in diesem Rennen sein. Frage ist natürlich, wie die das über die Distanz bringen. Beim Sprint sehe ich da nicht unbedingt das Problem, aber ich glaube zumindest auf die 26 Rennrunden des Rennens, dass wir Christian Abt und Chris Nissen auf keinen Fall unterschätzen sollten. Ja, auf dem Rennen auf jeden Fall. Und der Christian hätte gestern auch einen besseren Startplatz haben können. Oh, jetzt geht's los. Grünes Tuch ist gezeigt am Ende der Startaufstellung. Volles Feld, 24 Autos, Startampel auf Rot geschaltet. Zeit 3 bis 7 Sekunden bis zum Grün. Ging relativ schnell und zügig mit einem recht gut wegfahrenden Erik Ellery, der diesen kleinen Nachteil von rund 3-4 Metern, den beim Grand Prix Start man hat, durch die versetzten Startboxen ruckzuck aufholen kann. Und mal gucken, wenn die Kamera umschneidet, wer ist vorne. Es ist Giovanardi Ellery. Dahinter dann Uwe Alsen. Manuel Reuter hängt 1-2 Plätzchen weiter zurück. Nicola Larini auf der 4. Position. Also der hat ein bisschen verloren gegen den ehemaligen ITC-Meister, gegen Manuel Reuter. Die beiden kennen sich ja nun noch allerbestens aus den seligen Tagen von Deutscher Tourenwagenmeisterschaft und ITC. Christian Abt kriegt da schon ein bisschen Feuer vom ersten der beiden Phoenix Audi. Also die Herrschaften Bartels und Arndt Meyer, die da dicht dran sind an Christian Abt. Staubt hier und da ein bisschen. Man kommt hier in Misano relativ leicht über die Curbs in diese sehr staubtrockene Wiese. Und das war wohl nichts bei Tom Christensen. Auto zwar angesprungen, aber trotzdem reingefahren in die Boxengasse. Kann also am Sprint nicht teilnehmen. Damit dasselbe Problem wie schon ein ums andere Mal in diesem Jahr gesehen. Da gibt es die ersten Aktionen, die ersten Attacken von Erik Ellery. Rauchwolken, die aufsteigen, darf man, glaube ich, Christian, überhaupt nicht überbewerten. Das ist wohl das entlastete kurveninnere Hinterrad. Genau, gar kein Problem. Also da ist kein hohes Gewicht drauf und da auch kein hoher Reifenabrieb. Den Thomas Stingel hat es da ein bisschen erwischt. Das KW-Auto, der private Honda Accord, der sich da nach einer Kollision mit einem Kollegen rausgedreht hat. Tja, und ansonsten Fabrizio Giovanardi und dieses Thema Nordauto. Die Nordauto-Akteure, also Giovanardi und Larini, die hier zum ersten und vermutlich auch zum einzigen Mal in der deutschen Supertourenwagenmeisterschaft des Jahres fahren, mit logischerweise einem Prestigeduell, das sie austragen gegen das Euroteam, gegen Stefano Modena und eigentlich auch gegen Andreas Schelt, der aber nach seinem Fußbruch auf dem Lorisring abweihen Probleme. Ja, da hat er einen kräftigen Übersteuerer gehabt, aber perfekt abgefangen. Auto wieder eingefangen, ist also nach wie vor im Rennen drin. Das sah so ganz typisch so aus, naja, jetzt geht's ab nach innen. Aber ich glaube, da hat man dann auch einen kleinen Vorteil mit dem Allradler. Geht das ein bisschen leichter, das Auto wieder einzufangen, oder sehe ich das falsch? Ja, es stimmt schon. Der hat ja Kraftschluss an der Vorder- und Hinterachse. Und das heißt nicht, dass er jetzt voll am Gas bleibt. Aber wenn er, sagen wir mal, das Gas leicht wegnimmt, hat er nicht so Lastwechsel im Auto. Das Auto bleibt im Ganzen etwas stabiler. Und das war natürlich dann, na gut, er kann auch Auto fahren. Daher, ja, sollte es können. Und kein Problem. Also dieses Thema mit dem Prestige-Duell eben noch kurz zu Ende zu bringen. Andreas Schelt hätte eigentlich fahren sollen, aber ähnlich wie bei Fuß Nummer 1 in Deutschland. Wer steht denn da in der Box? Das ist doch Campane. Also das ist der Ersatz für Andreas Schelt. Der hätte fahren sollen, aber auch sein Fußbruch verheilt nicht so richtig. Er kann also hier nicht antreten, wird vermutlich auch alle weiteren Rennen nicht mehr fahren. Und das ist sein Ersatz, ein junger Italiener, Davide Campana, der da wohl Feindberührung hatte. Und ich vermute mal so von der Position her, das könnte der gewesen sein, der mit Thomas Stingel da aneinander geriet, weil die standen in etwa so in diesen Positionen in der Startaufstellung. Er hat am Anfang hier einen guten Job gemacht, in den freien Trainings war er wirklich ganz ordentlich dabei, nicht weit weg von Modena. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann fehlt dann schon die Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn man im Qualifying mit den weichen Reifen fährt, dann zeigt sich schon, dass dann ein Routinier einfach mehr aus dem Auto rausholt. Und da hat er dann ein bisschen verloren. Und dann ist er hinten im Getümmel drin und das ist das, was altbekannt ist. Wer kämpft, der verliert auch schnell. Ist auch kein richtiger Frontantrittsmann, kommt eigentlich aus dem Formelsport. Hat ein bisschen GT-Racing dann noch gemacht und Porsche Pirelli Supercup.
und ist dann eben jetzt hier zu diesem Job gekommen. Gilt als sehr Misano erfahren, hat mir erzählt, hat rund 20 Autorennen hier gefahren. Also das sind ein paar Dinge, die sprechen genau für deine Theorie. Am Anfang relativ gut zurechtkommt und dann, wenn die anderen sich gesettelt haben und wenn es wirklich ums Eingemachte geht, dann wird es ein bisschen schwierig. Unsere Reihe, Giovanardi auf dem Nordauto Alfa Romeo, dann Ilari Alzen, die beiden Opel-Leute, dann Larini auf 4, Reuter, Tarquini ist der beste Honda und Nissan ist der beste Audi, da reden wir über die Plätze 6 und 7. Der kann einem leid tun, der Tom. Ja. Das ist also unglaublich. Die haben immer wieder Probleme und immer wieder so Kleinigkeiten. Das Auto ist richtig gut, es ist schnell. Die brauchen einfach mal Glück. Und das haben die scheinbar gar nicht. Und so ein bisschen scheint sich auch dieses ganze Pech wohl zu kanalisieren. Offensichtlich auf dem Tom Christensen, weil der Gabriele Tarquini ist da ein bisschen weniger von betroffen, von den Aktionen. Ich habe zumindest so beim groben Überblick über die Saison ganz einfach diesen Eindruck. Also das Auto ist wirklich mit reichlich Potenzial ausgestattet, hat man im Training gezeigt, sieht man auch jetzt wieder bei den Rundenzeiten, überhaupt keine Frage. Ist das Auto, das sicherlich von den Fronttrieblern her, dass es ein sehr schnelles Auto ist, auf der anderen Seite sehr viel gute Aerodynamik hat, aber das Glück, es fehlt halt noch. Sabine Köhne steht, glaube ich, parat zum Interview. Tja, mit dem Pechmann oder mit wem? Ja, ich habe hier den Hans-Jörg Weicker, kann uns was dazu erzählen, warum jetzt eigentlich Tom Christensen die rote Flagge gesehen hat. Die Kommissare haben festgestellt, dass Tom Christensen mit fremder Hilfe gestartet wurde. Das ist nicht möglich, deswegen kann er das Rennen nicht weiterfahren. Wenn er mit eigener Kraft gestartet wäre, hätte er den Start von hinten beginnen können. Also weil er rückwärts aus der Startaufstellung gezogen wurde. Jawohl. Alles klar, danke, zurück mit zu euch. So, das ist natürlich dann auch ein ganz interessanter Aspekt noch in dieser Diskussion. Wir hätten gedacht oder hatten gedacht, dass der Tom Christensen mit all seiner Schlitzohrigkeit diese Bergeaktion so gut genutzt hat, dass er sich um das Reglement hätte rummauscheln können. Aber das haben die Verantwortlichen dann wohl doch ein bisschen anders gesehen und haben gesagt, fremde Hilfe ist fremde Hilfe. Egal von wem sie kommt, dafür gibt's das rote Tuch. Was es bei uns gibt, ist einen ganz kurzen Break. Wir sind in ein paar Minuten wieder zurück hier in Misano. Zurück mit Uwe Alzen und Nicola Larini, fahren es um die Plätze 3 und 4 und um einen mittlerweile wieder aus der Box herausgefahrenen Chris Nissen auf dem Abt Audi. Der hatte nämlich Probleme entweder mit der Elektronik oder mit der eigentlichen Zündelektrik. Das klang ein bisschen so, als würde das Auto auf 3 Zylindern laufen, war mittlerweile an der Box, hat dort eine gute Minute gestanden, ist dann wieder rausgefahren, ist aber nicht mehr unter den ersten 18. So, Zeitlupenzuspülung mit wem? Mit Karl Christian Zink, der ja vor einem Rennen gewechselt hat von dem Alfa Romeo Team, also rund um Franz Engstler, zu Oliver Meyer, seitdem dort einen Audi pilotiert, hier ein bisschen rausgerutscht ist. Zink auch nicht unter den ersten 20. So, das sind mittlerweile recht achtbare Kampfgruppen, die sich hier miteinander beschäftigen. Giovanardi und Ellari, das sind die beiden ersten. Dann ist die nächste Gruppe mit Alzen und Larini und eben die folgende, die hier von Manuel Reuter angeführt wird, mit Tarquini und mit Christian Abt dann zu komplettieren ist. Und das sind die Plätze 5, 6 und 7. Und man sieht so auf der einen oder anderen Frontscheibe ein bisschen Dreck. Und ich meine vorhin auch bei Gabriele Tarquini so ein bisschen Öldunst oder Ölnebel auf der Scheibe gesehen zu haben, Christian, da. Ja, aber es kann Öl sein. Aber ich meine, das wäre so eine Mischung, auch ein bisschen mit Benzin. Das kann schon sein, wenn so ein bisschen aus der Entlüftung oder so etwas. Aber also, ist Öl, eindeutig, ja. Also muss jetzt gar nicht sein, dass das von einem vorausfahrenden Auto kommt, dass wir jetzt da irgendwas vermuten, dass da jemand ein Problem hat, sondern das kann auch vom eigenen kommen? Nee, vom eigenen eher nicht, weil das Öl leckt, entsteht ja meistens hinter dem Auto und dann ist der Vordermann, verliert vielleicht ein bisschen, kommt durch den Unterboden auf die Windschutzscheibe und von daher so ein bisschen schmutzige Scheibe. Wirkt natürlich jetzt unter Umständen dann extrem stark, wenn man in die sehr tief stehende Sonne fährt, die ja jetzt so langsam aber sicher untergeht. Ich glaube, das wird sowieso dann nachher auch im Hauptrennen noch ein richtiges Problem werden, ne? Wenn dieser Feuerball dann so glutrot wird und man auf den zufährt. Ja, also ich... Ellari. Ellari rausgerutscht. Der bisherige Zweitplatzierte hat wie viel verloren? Mal mindestens bis hinter Tarquini. Ne, bis hinter Manuel Reuter. Der hat einen Platz gefallen. Vorne rechts. Genau, genau so ist es. Vorne rechts Reifenschaden. Also damit steht eins schon mal ganz klar fest. Erstens, er wird reinkommen und zweitens, dieses für Opel so wichtige Auto, da sieht man schon, völlig unbedrängt rutscht er raus nach diesem Reifenschaden.
dieses für Opel so wichtige Auto, weil es das einzige ist, das ohne Platzierungsgewicht läuft und natürlich die Spitze vorne, eben weil es leichter ist, ein bisschen beschäftigen kann, das wird definitiv reinkommen an die Box. Ja, ist wieder ein Joker weniger. Next, ja. Abt gewinnt wieder mehr Punkte. Obwohl dem Abt sein Adjutant natürlich auch nichts mehr zu sagen hat im Moment, denn Chris war ja in der Box, ist wieder raus, aber ich habe im Hintergrund draußen schon wieder Zündaussetzer gehört, der ist so laut und der fällt natürlich mächtig auf. Also da geht dann auch überhaupt nichts mehr, das Auto lief auch wirklich so klassisch wie dann ein Dreizylinder, also das war nicht irgendwie eine Feinheit nur, dass im oberen Drehzahlbereich ein paar Aussetzer waren, sondern das Auto lief wirklich durch und durch unsauber und Erik Ellery kommt rein, ich gehe mal davon aus, das wird ein blitzschneller Reifenwechsel gewesen sein, fährt auch schon wieder raus, also das ging so zügig rein, schneller Stopp und anschließend wieder raus. Aber natürlich auch jede Menge Plätze verloren. Also da geht auch nichts mehr. Der wird im Augenblick auf der 16. Position geführt. Reuter, Tarquini und Abt. Das ist die Gruppe 4 und folgende. Modena, Bartels und Meyer. So, bei Bartels und Meyer ist man nicht besonders glücklich. Denen fehlt ein bisschen Performance, denen fehlt ein bisschen Anschluss auf die Abtruppe. Und da steht Nissen allerdings schon wieder. Das war wohl nur eine Behelfsreparatur. Ich nehme an, das ist aus, Christian, oder? Ja, ich gehe davon aus, dass man jetzt so nach und nach alles durchschickt. Also ich habe vorhin gesehen, da waren dann mal die Kerzenstecker, also die ganzen Zündkabel wurden erneuert. Dann wird man jetzt mal in die Elektronik eingreifen, da mal schauen, was man verbessern kann. Und der wird garantiert wieder rausgehen, weil die wollen ja auch wissen, ob das Auto wieder läuft fürs Rennen. Und von daher nutzt er den Sprint jetzt als reine Testfahrt. Abt drückt übrigens ganz gut und ich glaube, dem sein geringerer Reifenverschleiß, der macht sich jetzt schon gut bemerkbar. Ja, das hörte man auch so unisono im Lager der Fronttriebler. Gestern Abend beim Rausgehen aus dem Fahrerlager kurz noch mit Tom Christensen gesprochen. Der sagte, meine Vermutung ist, der Abt fährt im Sprint bis ungefähr Platz 4. Und wenn er da ist, werden wir wahrscheinlich im Rennen nicht mehr in der Lage sein, ihn zu halten, weil er über die Renndistanz hinweg mit den Reifen einfach ein bisschen sparsamer umgeht mit seinem allradgetriebenen Auto. Wie siehst du so eine Vermutung, die der Däne gestern abgab? Ja, ist von der reinen Theorie her okay. Jetzt muss ich dazu sagen, dass der Abt ja auch immer das Glück hat, dass andere Pech haben. Ich meine, Tom Christensen, mit dem muss er sich gar nicht erst beschäftigen, der ist von Anfang an stehen geblieben. Und wenn beim Erik Ellery ein Reifenproblem war, was auch immer, ich vermute mal, hat irgendwas aufgepickt, sich dabei vielleicht ein Lochenreifen gefahren, das kommt auf der Straße ja auch schon mal vor, dann hat er mit den beiden schon mal nichts zu tun, das sind geschenkte Punkte. Und wenn dann natürlich Larini jetzt auch noch richtig Attacke macht auf Alzen, der Uwe hat da einen ganz schön schweren Job, denn der muss kämpfen und gleichzeitig aufpassen, dass er nicht abfliegt und dann entsprechend Punkte verliert. Und das sind ja dann auch zwei zusammen, nämlich mit Alzen und mit Larini, die sich erstens mal allerbestens kennen. Das ist die Onboard von Tarquini. Ja, hat sie aber gerade gut verbremst. Schau her. Ja, wunderbar. Ja. So, siehst du, das ist das, was ich meine. Ab, schon wieder gut gemacht. Ja. Der Christian hat sich richtig gut entwickelt. Der fährt ganz clevere Rennen und er nutzt jede Möglichkeit, jede Chance. Andere machen Fehler, er profitiert, nimmt die Punkte mit nach Hause. Da könnte wahrscheinlich dann auch gleich ein bisschen weiter vorne eben noch was passieren, eben rund um Alzen und rund um Larini, die im Augenblick auf den Plätzen 2 und 3 geführt werden. Da sind sie mal wieder im Bild. Erstens, sie kennen sich, sie kennen alle Tricks und alle Schlichen aus den gemeinsamen Jahren in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft und Alzen ein bisschen übers Limit hinaus. Und zum anderen, das sind auch zwei, die sich nicht unbedingt gerade grasgrün sind, um es mal ganz zurückhaltend zu formulieren, eben vor allen Dingen aus den Zeiten der ITC. Und der Nicola Larini zum Beispiel, der hat ja überhaupt nichts zu verlieren hier. Es sind zwar eingeschriebene Teilnehmer in die Meisterschaft, während wir den Rutscher von Tarquini nochmal sehen. Jetzt die Frage, hat er einen Schubser bekommen oder nicht? Konnte ich aus den Bildern nicht so ganz erkennen. Mhm. Zu den Alpha, also es sind eingeschriebene Teilnehmer in die Meisterschaft, sehr wohl. Also auf gar keinen Fall Gaststarter, Larini und Giovanardi. Aber trotzdem zu verlieren haben sie natürlich nichts, weil sie spielen im Prinzip eine Rolle wie ein Gaststarter. Sind einmal hier, ne? Ja klar, die wollen hier auftrumpfen, die wollen der Welt zeigen, dass sie ein tolles Auto haben, was schick aussieht, was schnell ist. Und ja gut, dem Giovanardi gelingt es auch momentan, der fährt 2 Zehntel schneller als die Spitze. Und ja, kein Problem. Obwohl der Uwe hält gut drauf, ja, muss man schon sagen. Der kämpft wieder. Und da jetzt auch einfach nochmal rausarbeitend, dass dieses Auto also sehr wohl auch mit einem Zusatzgewicht von 30 Kilogramm ausgerüstet ist. Das schwerste Auto wird ja von Manuel Reuter gefahren, das sind 40 Kilo. Sie erinnern sich, diese Handicap- oder Platzierungsgewichte aus der Summe der Ergebnisse Sprint und Rennen. Und jetzt wird's eng mit Larini und mit Alzen. Der allerdings nun überhaupt nicht daran denkt, ihn mal eben so vorbeizulassen. Ja, jetzt hat der Uwe aber die falsche Linie nehmen müssen. Jetzt kann der Larini mit Überschuss von hinten kommen. Vielleicht rettet dem Uwe jetzt sein besserer Topspeed. Ja, müsste sich ausgehen.
Also die Opels gehen auf der Geraden schon richtig gut, sind wie immer schnellster. Und die haben also ein konsequent gebautes Topspeed-Auto. Also im Schnitt fährt der, sagen wir mal, der Opel gegenüber dem Alfa so gute, gerne 4 bis 5 km/h schneller auf der Geraden. Und das ist auch natürlich für den Larini im Windschatten schwierig, weil 4, 5 km/h aufholen und vorbeifahren, da musst du schon gut hinten drin hängen. Und das ist ja jetzt dann gleich die Stelle, wo der Topspeed erreicht wird. Am Ende dieser Geraden hier beim Anbremsen von Tramonta, so heißt diese Ecke, wo dann runtergeschaltet wird in den zweiten Gang. Hier ist die Topspeed-Messung. Und da liegt es bei rund 240 Kilometer pro Stunde. Ja gut, interessant zu schauen. Wir haben ja auch hier die Möglichkeit, die Topspeeds zu sehen. Giovanardi ohne Windschatten wurde gemessen mit 226 an diesem Messpunkt. Das ist nicht die absolute Topgeschwindigkeit, aber an dem Punkt halt. Alzen 231 ohne Windschatten. Ja, und der Larini fährt 2 km/h schneller als sein Teamkollege, aber weil er einfach in diesem Windzug vom Uwe mit drin steckt. Für die Alpha-Leute kommt es natürlich auch drauf an, hier jetzt einfach mal zu zeigen, was das Auto kann, denn die italienische Tourenwagenmeisterschaft ist, wie Sie selber sagen, fast immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da gibt es wohl Durchschnittszuschauerzahlen, wie Sie sich ausdrücken, zwischen 2.000 und 3.000. Das italienische Fernsehen ist nur in den seltensten Fällen mit dabei. Sie sagen, das ist natürlich für uns jetzt auch mal eine gute Gelegenheit, uns vor einer etwas größeren Kulisse dann auch mal mit den Herstellern aus den anderen Ländern ein bisschen zu messen. Denn der Uwe lässt aber brennen. Er hat gerade eingelenkt und umgelenkt für diese Schikane. Oh Mann, oh Mann. Weil das kostet halt Reifen, ja? Ganz klar. Wenn ich ans Limit gehe, dann habe ich einen höheren Verschleiß und dann musst du jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Einlenkübersteuern gerade gut zu sehen. Also an der Vorderachse hat er Grip, das ist gut zu erkennen. Ich meine, über den Sprint wird er das wahrscheinlich noch hinkriegen, weil das sind noch so knappe 1,5 Runden. Dann ist das Ding hier erledigt. 13 Runden stehen ja bei uns auf dem Programm im Sprint, ne? Und dann geht es 26 Runden im Hauptrennen. Das könnte eventuell noch funktionieren. Aber wie ist dann nachher so eine Fahrweise über 26 hinweg? Da wird er wahrscheinlich seine Taktik und seine Strategie ein bisschen umstellen müssen. Das geht dann nicht mehr so. Ich glaube, der Abt hat übrigens... Ah, das ist Chris Nissen, der ist wieder rausgegangen. Alles klar, gut. Ja, um die Taktik anzusprechen, im Sprint ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass an der Vorderachse die Fronttriebler sehr wahrscheinlich den harten Reifen fahren und an der Hinterachse den weichen. Und dann für das Rennen wird es dann so sein, dass vermutlich mal ringsum entsprechend 4 harte gefahren werden. Bei den Ebten oder bei den Allradlern scheint es so zu sein, dass man dann auf der rechten Seite den harten Reifen nimmt, auf der linken den weichen. Und weil halt beim Fronttriebler einfach definitiv die Vorderachse zu weit rangenommen wird. Wenn man da auf einer Seite den Weichen nehmen würde, dann würde es unter Umständen schief gehen. Wir sind in Runde 12. Und immer noch mit diesen Aktionen zwischen Uwe Alzen und Nicola Larini. Vorne Fabrizio Giovanardi, der amtierende Meister aus dem italienischen Championat. Im letzten Jahr übrigens auch mit Alfa Romeo. Scheint mir die Sache im Griff zu haben mit 4,5 Sekunden Vorsprung. So geht er in die letzte Runde hinein. Dann eben auf diese beiden, auf Alzen und Larini. Reuter rangiert dahinter auf 4 und Christian Abt ist 5. Also damit ist die Prognose des Tom Christensen gestern Abend ausgesprochen so in etwa eingetroffen. Und lässt sicherlich dem Abt dann alle Chancen und Möglichkeiten für das Hauptrennen nachher über die doppelte Distanz. Es sind ja neben Giovanardi und neben Larini noch andere Italiener hier am Start. Den einen Campana haben wir vorhin gesehen. Des Weiteren dann noch Guido Lucchetti Sigarini mit einem privaten Audi. Der fährt allerdings im Augenblick nur auf der 14. Position zwischen Engstler und dem langsam wieder nach vorne kommenden Erik Ellery. Pleuger haben wir gerade kurz im Bild gesehen, dessen Auto ist neu lackiert worden, jetzt in Blau, war ja vormals in Weiß. War mittlerweile auch an der Box, genau wie auch Chris Nissen, ist aber wieder rausgefahren, spielt aber unter den ersten 15 auch überhaupt keine Rolle. Larini verliert ein bisschen. Und Reuter ganz viel. Ja, Reuter rausgerutscht. Er hat eine bekommen von hinten. Übers Kiesbett. Man sieht das so in der Mitte des Autos unmittelbar über der Auspuffanlage. Das wäre ja in dem Falle dann der Christian Abt wohl gewesen, weil der war relativ dicht dran. Tarquini allerdings auch noch. Mal gespannt, ob wir das irgendwo als Zeitlupenzuspielung nochmal haben oder ob es im Kameraschatten stattgefunden hat. Während wir uns auf den Sieg im Sprint konzentrieren von Fabrizio Giovanardi. Der durchkommt, die Bäckerfaust machte im Auto und vom Safety Car gefahren von Peter Lux eingesammelt wird Rang 2, Uwe Alzen, Dritter Nicola Larini.